Ich bin richtig aufrichtig glücklich über diese Entscheidung, weil wir in der Welt deutliche Zeichen für eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Doping-Problematiken brauchen. Wenn wir da mit Ausflüchten operieren, wenn wir Ausnahmeregelungen schaffen, dann schaffen wir auch Schlupflöcher. Und das muss weltweit der Maßstab werden. Nur so kommen wir zu fairen, gleichen Wettkampfbedingungen. Das IPC hat über eine Woche sich Zeit genommen, um das Für und Wider zu prüfen. Sie haben die russischen Sportler zur Anhörung gehabt. Sie haben mit der WADA gesprochen. Sie haben mit McLaren persönlich gesprochen und sind dann zu der einmütigen Überzeugung gekommen, das ist Betrug am laufenden Band, das ist Betrug am fairen Sport, das ist ein Verstoß gegen olympische wie auch paralympische Regeln. Hier gibt es nur eine Konsequenz: Ausschluss aller Athletinnen und Athleten aus Russland von den Paralympics. Doping ist Betrug. Wer dopt, betrügt und wer betrügt, ist kriminell. Wir müssen die kriminellen Elemente aus dem Sport herausbringen. Und das geht nur mit einer konsequenten Null-Toleranz-Politik in Sachen Doping. Und das muss jeder verstehen. Und wir haben Weltverbände, die dopen, was das Zeug hält, und stellen sich dennoch auf die Siegertribüne und lassen sich die Medaillen umhängen. Ich bin froh, dass das Internationale Paralympische Komitee dieses deutliche Zeichen gesetzt hat, mit der Hoffnung, dass das weltweit Schule macht.